Verehrte Zuhörer und ein recht herzliches Willkommen an alle, die heute eingeschaltet haben, zu unserer Sendung Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen hier auf Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden. Wir senden für euch aus Nakuru, Kenia. Ich bin Pastor Julia und es ist mir eine große Ehre, euch heute durch die Sendung begleiten zu dürfen. Diese Sendung dient dazu, dass wir uns auf das Kommen des Messias intensiver vorbereiten. Möge der Herr sich an euch erinnern und an eure Familie, während ihr zuhört. Verehrte Zuhörer, unsere E-Mail-Adresse lautet jesusislord.fmradio@gmail.com. Ihr könnt uns hier eure Gebetsanliegen senden und natürlich alle Fragen, die ihr habt, und natürlich auch Kommentare zur Sendung. Liebe Zuhörer, es gibt auch eine andere Möglichkeit, uns zu kontaktieren über WhatsApp. Die WhatsApp-Nummer lautet +254 727 50 30 30. Ich wiederhole, +254 für Kenia, 727 50 30 30. Wir freuen uns, von euch zu hören, und wir melden uns dann zurück bei euch. Ich lade euch auch recht herzlich ein, die deutschsprachige Webseite zu besuchen von dem Dienst der Buße und Heiligung. Sie lautet www.bereutundbereitetdenweg.org. Hier könnt ihr die Bilder von den Endzeitwundern sehen. Ihr findet auch mehr Informationen zum Dienst der Buße und Heiligung. Die englische Hauptwebseite vom Dienst der Buße und Heiligung lautet www.repentandprepare.org. Des Weiteren besucht bitte auch unseren YouTube-Kanal. Er heißt Bereut und bereitet den Weg. Liebe Zuhörer, in dieser Sendung werden wir heute einen weiteren Teil hören vom 12. Februar 2017, als der Mann Gottes in Nairobi in Kenia zu der Gemeinde in Kenia und global sprach. Das heutige Thema lautet Die Vollbringer der Ungerechtigkeit. Wir werden nun das Anbetungslied Strom deiner Liebe hören und danach werden wir direkt zur Botschaft gehen. Musik.
Willkommen an Bord, verehrte Zuhörer, hier auf Jesus ist Lord Radio und Radio Frieden zu unserer heutigen Ausgabe von Ein Brief an die deutschsprachigen Nationen. Liebe Zuhörer, lasst uns nicht länger warten und direkt zur heutigen Botschaft gehen. Das Thema lautet: Die Vollbringer der Ungerechtigkeit. Ich kann euch nur empfehlen, alles mitzuschreiben und die Bibel in nächster Reichweite zu haben. Hier ist die Botschaft. Now I want to look at these workers of iniquity that don't enter. That he tells, I do not know you. Jetzt, ich möchte diese Vollbringer der Ungerechtigkeit betrachten, die nicht eintreten, zu denen er sagt, ich kenne euch nicht. Number one. Nummer eins. Workers of iniquity. Vollbringer der Ungerechtigkeit. Are people that practice lawlessness. Sind Leute, die Gesetzlosigkeit praktizieren. In the church. In der Gemeinde. And of course out there. Und natürlich dort draußen. But now I'm talking about in the church. Aber jetzt spreche ich von in der Gemeinde. And yet claim. Und dennoch behaupten. A. A. They claim to be followers of Jesus. Sie behaupten, dass sie Anhänger von Jesus sind. That's number one. Das ist Nummer eins. Number two. Nummer zwei. They claim the name of Jesus. Sie beanspruchen den Namen Jesus. Number three. Nummer drei. They claim the miraculous power of Jesus. Sie behaupten die wundersame Kraft von Jesus. They claim the authority of Jesus. Sie behaupten die Autorität von Jesus. Five. Fünf. They claim to love Jesus. Sie behaupten, dass sie Jesus lieben. And yet do not meet the biblical standard of loving Jesus.
und treffen dennoch nicht den biblischen Standard, Jesus zu lieben. John chapter 14 verse 15. Let us see what it means to love Jesus. Johannes Kapitel 14, Vers 15. Lasst uns sehen, was es heißt, Jesus zu lieben. If you love me, wenn ihr mich liebt, keep my commandments. Werdet ihr meine Gebote halten. Did you understand? Habt ihr verstanden? If you love me, wenn ihr mich liebt, keep my commandments. Werdet ihr meine Gebote halten? The commandment says, das Gebot sagt, that be holy, das seid heilig, for I am holy. Denn ich bin heilig. Then if you want to show your love for me, dann, wenn ihr eure Liebe zu mir zeigen wollt, you keep that commandment. Haltet ihr dieses Gebot. That was point number one under workers of iniquity. Das war der Punkt Nummer 1. Unter Vollbringer der Ungerechtigkeit. Number two. Nummer 2. Workers of iniquity. Vollbringer der Ungerechtigkeit. Are people. Sind Leute. That execute the following. Die das Folgende ausführen. Premeditated sin. Freie, darüber meditierte Sünde. Premeditated. Vorher, darüber meditiert. There are people that execute number one premeditated sin. Sie sind Leute, die Nummer 1 vorher darüber meditierte Sünde ausüben. And escalated sin. Und eskalierte Sünde. And continuous sin. Und fortwährende Sünde. Hey. Now you are going to sit down and ask yourself. Jetzt werdet ihr euch hinsetzen und euch selber fragen. Which of these? Welche von diesen? Is me. Bin ich. And that's a good place, right? Und dann, dies ist eine gute Stelle, richtig? Where now you can make correction and then. Wo ihr jetzt Korrekturen machen könnt und eintreten könnt. Halleluja. Halleluja. Workers of iniquity. Vollbringer der Ungerechtigkeit. They perform climaxed sin. Sie üben erhöhte Sünde aus. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. Number four. Nummer 4. He's saying here, if you look at the book of Psalm 55 that we read and many others. Er sagt hier, wenn ihr in das Buch schaut, Psalm 5 und viele andere. He's saying the following. Er sagt das Folgende. That on the day of entry. Dass an dem Tag des Eintritts. Into heaven, in den Himmel, that I described here, den ich hier beschrieben habe, Christ Jesus the Lord, Jesus Christus, der Herr, will actually determine who enters heaven. Wird tatsächlich entscheiden, wer in den Himmel eintretet. Because some he says I hate and he kicks away. Denn zu einigen sagt er, ich hasse sie und er stößt sie fort. Get out, depart from me. Ja. Geht weg von mir. Did you understand that message? Habt ihr diese Nachricht verstanden? And then, und dann, number six or whichever, Nummer 6 oder welche auch immer, is saying, er sagt, that on the day that I described here for entering heaven, dass an dem Tag, den ich hier beschrieben habe, in den Himmel einzutreten, Christ Jesus, Jesus Christus, will determine those that enter heaven based on the following. Wird entscheiden über diejenigen, die eintreten in den Himmel, basierend auf das Folgende. Number one. Nummer 1. Based A. Basierend A. Based on obedience to his command. Aufgrund der Gehorsamkeit zu seinem Gebot. B. B. Again, A. Based on obedience to his command. Nochmals A. Aufgrund der Gehorsamkeit zu seinem Gebot. B. B. Based on how that obedience to his command conforms or transforms your life. Bezogen auf, wie diese Gehorsamkeit zu seinem Gebot sich anpasst oder dein Leben transformiert. In other words, number B says. In anderen Worten sagt Nummer B. Conformity of your lifestyle to that command. Anpassung deines Lebensstils zu diesem Gebot. Meaning, bedeutend, if that command says, be holy, wenn dieses Gebot sagt, seid heilig, and then I obeyed, und dann gehorchte ich, when you look at my lifestyle, my life, wenn ihr meinen Lebensstil betrachtet, mein Leben, there has to be a conformity to that holiness. Es muss eine Anpassung geben zu dieser Heiligkeit. Number six.
Nummer 6. The Bible, die Bibel, defines disobedience to the Lord, definiert Ungehorsamkeit zu dem Herrn, as A, als A, iniquity, Ungerechtigkeit, B, B, transgression, Überschreitung, C, C, trespass, Verstoß. Hey! 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 The Bible defines, die Bibel definiert, disobedience to, you can tell that I structured you and brought you into a place, right? Ungehorsamkeit zu. Ihr könnt sehen, dass ich euch strukturiert habe und zu einer Stelle gebracht habe, richtig? The Bible defines, die Bibel definiert, disobedience unto the Lord, Ungehorsamkeit zu dem Herrn, as A, iniquity, als A, Ungerechtigkeit, B, transgression, B, Übertretung, C, trespass, C, Verstoß. Therefore, deswegen, the workers of iniquity, die Vollbringer der Bosheit, can be classified as people who are disobedient to the Lord, können klassifiziert werden als Leute, die ungehorsam sind zu dem Herrn. He's saying, er sagt, that those who are workers of iniquity are therefore, diejenigen, die Vollbringer der Ungerechtigkeit sind, sind deswegen virtually disobedient to the Lord. Tatsächlich ungehorsam zu dem Herrn. Number 8 now. Nummer 8 jetzt. Number 8 therefore becomes, Nummer 8 wird deswegen, because of that disobedience. Now number 8 becomes, wegen dieser Ungehorsamkeit. Jetzt zu Nummer 8 wird, Jesus knew them not at that gate. Jesus kannte sie nicht an diesem Tor. Therefore now number 8, Jesus knew them not. Deswegen jetzt Nummer 8, Jesus kannte sie nicht. Number 9, Nummer 9, Jesus loved them not. Jesus liebte sie nicht. Number 10, Nummer 10, Jesus accounted for them not as his people. Jesus sah sie nicht als seine Leute an. 11 says, 11 sagt, Jesus considered them not in his everlasting covenant. Jesus berücksichtigte sie nicht in seinem ewiglichen Bund. I like the way the Lord is flowing right now. Ich mag, wie der Herr jetzt gerade fließt. Halleluja! Halleluja! That means he wants this church to enter. Das bedeutet, dass er will, dass diese Gemeinde eintretet. I am shocked also. Ich bin auch fassungslos. Halleluja! Halleluja! He accounted for them not as in his everlasting covenant. Er berücksichtigte sie nicht in seinem ewiglichen Bund. He considered them not, er betrachtete sie nicht, as being a gift from the Father, als ein Geschenk zu sein von dem Vater. You remember all the others the Father gave him. Erinnert ihr euch all die anderen, die ihm der Vater gab? He considered them not as the choice of his Father. Er betrachtete sie nicht als die Wahl seines Vaters. Another point. Ein weiterer Punkt. He approved them not in their conduct. Er bestätigte sie nicht in ihrem Verhalten. He approved them not in their conduct. Er bestätigte nicht ihr Verhalten. Once you mark this, sobald ihr dies beachtet, then now you prepare to enter. Dann bereitet ihr euch jetzt vor, einzutreten. Because workers of iniquity, weil die Vollbringer der Ungerechtigkeit, he tells them, er sagt ihnen, depart from me, geht weg von mir. I knew you not. Ich kannte euch nicht. Ach. Can I now describe how people enter iniquity? Kann ich jetzt beschreiben, wie Leute in Ungerechtigkeit eintreten? Today my heart is open, says the Lord. I want to bless this church. Heute ist mein Herz offen, sagt der Herr. Ich will diese Gemeinde segnen. I want to give them everything today. Ich will ihnen heute alles geben. Can I describe how people enter iniquity? Kann ich erklären, wie Leute in die Ungerechtigkeit hineintreten? That you may avoid it. So dass ihr es vermeidet? Now read for me Romans chapter 1. Nun liest für mich Römer Kapitel 1. Verses 10 to 32. Vers 10 bis 32. Romans chapter 1 verses 10 to 32. Römer Kapitel 1 Vers 10 bis 32. Now you can write a small title. How people drift into iniquity. Jetzt könnt ihr eine kleine Überschrift schreiben. Wie Leute in die Ungerechtigkeit driften. How people enter iniquity.
Wie Leute in die Ungerechtigkeit eintreten. How iniquity traps people. Wie Ungerechtigkeit Leute einfängt. So that when you are able, sodass, wenn ihr in der Lage seid, to know how iniquity ensnare is the word, traps people, zu wissen, wie Boshaftigkeit verführt. Verführt ist das Wort. Leute einfängt. Inside the church. Innen drinne, in der Gemeinde. Then you can avoid it. Dann könnt ihr es vermeiden. Now, read for me Romans chapter 1, 10 to 32. Nun, liest für mich Römer Kapitel 1, 10 bis 32. Can you read from verse 21 to 28? Könnt ihr von Vers 21 bis 28 lesen? I'm targeting 24. 26 and 28, those three verses. Denn ich ziele auf 24, 26 und 28. Diese drei Verse. For although they knew God, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, they neither glorified him as God, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, als Gott, nor gave thanks to him, und blieben ihm den Dank schuldig. Look at that now. Betrachte dies jetzt. But their thinking became futile. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen. And their foolish hearts were now darkened. Und in ihren Herzen, denen jene Einsicht fehlte, wurde es jetzt finster. Although they claimed to be wise, weil sie sich für klug hielten, they became fools and exchanged the glory of the immortal God, sind sie zu Narren geworden. An die Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes setzten sie, for images made to look like mortal man, das Abbild des vergänglichen Menschen, and birds and animals and reptiles, und die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren. Vers 24. Therefore, listen to that. Therefore, Vers 24. Deshalb, hört dies. Deshalb, God abandoned them into the sinful desires of their hearts. Hat Gott sie den Begierden ihres Herzens überlassen? Have somebody seen that? Hat jemand dies gesehen? Therefore, deshalb, God now abandoned them. Verließ Gott sie jetzt. To what? Zu was? To the sinful desires of their hearts. Zu den sündhaften Begierden von ihren Herzen. He gave them up into sin. Er gab sie ab. In Sünde. I told you, ich sagte euch, you are going to ask yourself, ihr werdet euch selbst fragen, is it a lie, ist es eine Lüge, that you like saying, die ihr mögt zu sagen? What is it that you are sinning on? Was ist es, wo du sündigst? Is it sexual lust, ist es sexuelle Lust, that is recurring in you, die in dir wiederkehrt? Today we are going to, you are going to cut everything today. Heute werdet ihr alles entfernen. Vers 26 and 28. Vers 26 und 28. He gave them over in the sinful desires of their hearts. Aus diesem Grund hat Gott sie entehrenden Leidenschaften preisgegeben. Look at that now. Betrachtet dies jetzt. To sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. Zur sexuellen Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Körper entwürdigten. They exchanged the truth of God for a lie. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit einer Lüge. And worshipped and self-created things. Und beteten an und dienten selbstgemachte Dinge. Can you just read for me now? Könnt ihr jetzt einfach für mich lesen? 24, 26, 28. Only that because of time. 24, 26, 28. Nur diese wegen Zeit. That's 26. Das ist 26. Okay. Because of this. Deswegen. God gave them over. Gott gab sie ab. A second time. Ein zweites Mal. To shameful lusts. Zu entehrenden Leidenschaften. Even their women exchange natural relations. Sogar die Frauen vertauschen den natürlichen Geschlechtsverkehr. For unnatural ones. Mit dem Widernatürlichen. Homosexuality. Homosexualität. Lesbianismus. Vers 28. Vers 28. Furthermore. Des Weiteren. Since they did not think it worthwhile to retain. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, to retain the knowledge of God, die Weisheit Gottes zu erhalten, at that time he gave them over, zu dieser Zeit gab er sie ab. To what? Zu was? To a depraved mind,
zu einem verdorbenen Verstand, to do what ought not to be done. Sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Do you now understand how iniquity slowly goes into someone's life? Okay, versteht ihr jetzt, wie Ungerechtigkeit langsam in das Leben von jemandem geht? I'm going to use an exact example here. Ich werde ein exaktes Beispiel hier benutzen. David, the man after God's own heart. David, der Mann, der nach Gottes eigenem Herzen war. Even the Messiah came as the son of David. Sogar der Messias kam als der Sohn von David. Recently the Lord took me in a dream to Israel. Vor kurzem brachte mich der Herr in einem Traum nach Israel. And showed me the exact throne position of David. Und zeigte mir die exakte Thronposition von David. And he gave me the original harp that David played. Und er gab mir die originale Harfe, die David spielte. And the hand of the father said, "Look." Und die Hand und der Vater sagte, schau. This is the exact throne position. Das ist die exakte Thronposition. He used to sit here. Er saß hier. And played this harp. Und spielte diese Harfe. Unto the Lord. Exact position. Zu dem Herrn, exakte Position. Listen to me now. Hört mir jetzt zu. David saw a woman bathing. Sah, wie eine Frau badete. And it began as lust. Und es fing an mit Lust. You can read later, I think it's chapter 11 of 2 Samuel. Is this, I don't know, the first or second Samuel. Und ihr könnt später lesen, ich denke es ist Kapitel 11 vom 2. Samuel. Ich weiß nicht, 1. oder 2. Samuel. But you can read it later. Aber ihr könnt es später lesen. So he said, nun, er sagte, he saw a woman bathing. Er sah eine Frau, wie sie sich badete. So it began as sexual lust. Nun, es fing an mit sexueller Lust. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. Number two, Nummer zwei. He sent someone to go get the woman. Er sendet jemanden, um zu gehen und die Frau zu nehmen. Look at this now. Betrachtet dies jetzt. Number three, Nummer drei. Then he found out that that woman, dann fand er heraus, dass diese Frau was someone's wife. Von jemandem die Ehefrau war. Number four, Nummer vier. In sexual sin, in sexueller Sünde. He sent and told them to put him in the front line to be killed. Sandte er und sagte ihnen, ihn in die Vorderreihe zu stellen, um ihn zu töten. And so one thing led to another. Und nun, eine Sache führte zur nächsten. But the reason I bring up David's case is this. Aber der Grund, warum ich Davids Fall hervorbringe, ist dieser. Because, weil, if you repent, wenn ihr Buße tut, God is able to forgive iniquity. Ist Gott in der Lage, Ungerechtigkeit zu vergeben. Did you understand? Habt ihr verstanden? If you repent, wenn ihr Buße tut, he can forgive. Kann er vergeben. Later came around, er kam später herum. And he forgave the iniquity of David. Und er hat die Ungerechtigkeit von David vergeben. So, this kind of people, nun, diese Art von Leuten, that the Lord has described in Romans chapter 1, verses 24, 26, 28, die der Herr in Römer Kapitel 1, Verse 24, 26, 28 beschrieben hat. Number one, Nummer 1. God has no, they don't please him. He has no pleasure in them. Gott hat keine, sie erfreuen ihn nicht. Er hat keine Freude an ihnen. They don't please him. Sie erfreuen ihn nicht. Number two, Nummer 2. God cannot dwelleth with them. Gott kann nicht mit ihnen verweilen. Cannot live with them. Kann nicht mit ihnen leben. So meaning they cannot enter. Nun, das bedeutet, sie können nicht eintreten. Number three, Nummer 3. God's heart turns away from them. Das Herz von Gott dreht sich von ihnen weg. Number four, Nummer 4. God's spirit rises up against them. Gottes Geist empört sich gegen sie. Number five, Nummer 5. God's judging hand turns upon them. Gottes richtende Hand richtet sich auf sie. Number six, Nummer 6. They reach a point when they lose their ability to repent. Sie erreichen einen Punkt, wo sie die Fähigkeit, Buße zu tun, verlieren. Then, dann, this is how he answers them. Das ist, wie er ihnen antwortet. To tell you the truth. Um euch die Wahrheit zu sagen. I do not know you.
Ich kenne euch nicht. He says, er sagt, some of them were in his house. He saw them in his house. Er sagt, einige von ihnen waren in seinem Haus. Er sah sie in seinem Haus. They were administering and executing the ordinances of God. Sie verwalteten und vollzogen die Verordnungen des Herrn. But as they continued executing and ministering the ordinances of God, aber als sie das Ausführen und Dienen der Verordnungen Gottes ausführten, these are the things they did not do. Dies sind die Dinge, die sie nicht taten. Number one, Nummer eins, they never exalted the person of Jesus. Sie erhebten niemals die Person von Jesus. Number two. Nummer zwei. They never exalted the blood of Jesus. Sie erhebten niemals das Blut von Jesus. Number three. Nummer drei. They never exalted the cross of Jesus. Sie erhebten niemals das Kreuz von Jesus. Number four. Nummer vier. They never exalted the glory of Jesus. Sie erhebten niemals die Herrlichkeit von Jesus. Number five. Nummer fünf. They never exalted the holiness of Jesus. Sie erhebten niemals die Heiligkeit von Jesus. Number six. Nummer sechs. They never exalted the righteousness of Jesus. Sie erhebten niemals die Gerechtigkeit von Jesus. Number seven. Nummer sieben. He turned around and looked at them. Er drehte sich um und schaut auf sie. And says, to tell you the truth. Und er sagt, um euch die Wahrheit zu sagen. I do not know where you come from. Ich weiß nicht, woher ihr kommt. The reason he says. Der Grund, warum er sagt. I do not know you. Ich kenne euch nicht. Is because number one. Ist, weil Nummer eins. They become addicted sinners. Sie wurden abhängige Sünder. Number two. Nummer zwei. They become skillful sinners. Sie wurden zu geschickten Sündern. Number three. Nummer drei. They become ambitious sinners. Sie wurden zu ambitionierten Sündern. Number four. Nummer vier. They become innovative sinners. Sie wurden zu innovativen Sündern. Number five. Nummer fünf. Industrious sinners, they are busy doing sin. Arbeitsame Sünder, sie sind beschäftigt, Sünde zu tun. Number seven, they become notorious sinners. Nummer sieben, sie wurden zu offenkundigen Sündern. Hey! Hey! Halleluja! Halleluja! Hey! Hey! Innovative sinners. Innovative Sünder. Skillful sinners. Geschickte Sünder. Industrious sinners. Arbeitsame Sünder. And he's saying they become ambitious sinners. Ambitious. Und er sagt, sie wurden zu ambitionierten Sündern. Ambitioniert. That's why when you see some of the people in the church. Deswegen, wenn ihr einige Leute in der Gemeinde seht. Saying they are apostles. Sie sagen, dass sie Apostel sind. And yet they are false apostles. Und dennoch sind sie falsche Apostel. Those are now addicted and habitual sinners. Dies sind jetzt süchtige und gewohnte Sünder. They live, some of them live sin is their daily business. Sünde ist ihr tägliches Geschäft. Das ist eine weitere. So you find them in an industry where they sin. That is their livelihood. Nun, man findet sie in einem Gewerbe, wo sie sündigen. Das ist ihr Lebensunterhalt. And you know, lawyers, I'm talking to you. Some of you are criminal lawyers. Und Rechtsanwälte, ich spreche zu euch. Einige von euch sind Kriminalrechtsanwälte. Criminal lawyers, be very careful, because sometimes you spend your life lying in court. Kriminalrechtsanwälte, seid sehr vorsichtig, denn manchmal verbringt ihr euer Leben damit, im Gericht zu lügen. Because someone tells you, I killed or I stole, but. Denn jemand sagt dir, ich habe getötet oder ich habe gestohlen, aber. Please, so you begin to defend him by saying a lie. Bitte, also fängt ihr ihn an zu verteidigen, indem ihr eine Lüge spricht. So you see, be very careful with this thing here. Nun, ihr seht, seid sehr vorsichtig mit dieser Sache hier. Be extremely careful here. Seid extrem vorsichtig hier. Habitual sinners, ambitious sinners. Gewöhnliche Sünder, ambitionierte Sünder. Having sin as your industry. Sünder als dein Gewerbe zu haben.
as your business, as your livelihood. Als dein Geschäft, als dein Lebensunterhalt. Be very careful with the words of my tongue. Seid sehr vorsichtig mit den Wörtern meiner Zunge. Please do. Bitte seid. You'd rather put down and go into conveyancing or whatever. Ihr hört lieber auf und geht in Übertragungsrecht oder was auch immer. Something else. Etwas anderes. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, because I'm here to shepherd you. Ja, denn ich bin hier, um euch zu führen. Oh yes, oh yes. Oh ja, oh ja. This is critical. Dies ist kritisch. He's saying. Er sagt. The false apostles, they fall under this because they now, once he has said his apostle or prophet, the false ones, he says, now he lives his life saying the lie. Die falschen Apostel fallen unter diesem. Denn jetzt, sobald er es gesagt hat, dass er Apostel ist oder Prophet, die falschen, er sagt jetzt, jetzt verlässt er sein Leben, die Lüge zu sagen. His tools of trade. Seine Gewerbewerkzeuge. Be very careful now. Seid sehr vorsichtig jetzt. Now, also some gospel singers, right? Nun, auch einige Gospelsänger, richtig? Who are singing and displaying immorality and so forth. Die singen und die Unmoral darstellen und so weiter. On a daily basis. Täglich. And you look at their discussions on the web and what, and then it's absolutely... Und man sieht ihre Diskussionen im Netz und so. Und dann ist es absolut... Filthy, disgusting, right? Dreckig, abscheulich, richtig? But they live their lives in sin. Aber sie leben ihr Leben in Sünde. Who has left a boyfriend? Who is dating who? Wer hat den Freund verlassen? Wer datet wen? Now there you go. They fall under this. Nun hier seht ihr, sie fallen unter diesem. They are resolved sinners also. They resolve we will sin. Sie haben sich auch entschieden, Sünder zu sein. Sie haben sich entschieden, wir werden sündigen. I have seen the Messiah coming. Ich habe gesehen, dass der Messias kommt. The church he takes. Die Gemeinde, die er nimmt, is a holy church. Ist eine heilige Gemeinde. She has a glorious garment. Sie hat ein glorreiches Gewand. She is a righteous church. Ist eine rechtschaffende Gemeinde. Das heutige Thema, verehrte Zuhörer, handelt sich um die Vollbringer der Ungerechtigkeit. Dies sind diejenigen, die nicht in das Königreich Gottes eintreten, zu denen der Herr sagt, ich kenne euch nicht. In der heutigen Botschaft haben wir gehört, wie der Mann Gottes, der Endzeitprophet des Herrn, sprach, dass die Vollbringer der Ungerechtigkeit Leute sind, die Gesetzlosigkeit in der Gemeinde und auch außerhalb praktizieren, aber dennoch behaupten, dass sie an Jesus Christus glauben. Der Endzeitprophet des Herrn sagte weiterhin, dass die Vollbringer der Ungerechtigkeit behaupten, dass sie an Jesus Christus glauben, aber dennoch treffen sie nicht den biblischen Standard, Jesus Christus zu lieben. Denn jeder, der Jesus liebt, wird seine Gebote halten. Und das Gebot sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. So können wir es in der Bibel lesen, verehrte Zuhörer. Wenn wir also unsere Liebe zum Herrn zeigen wollen, werden wir dieses Gebot, heilig zu sein, befolgen. Die Vollbringer der Ungerechtigkeit jedoch sind diejenigen, die Sünde praktizieren, ja sogar diese schon vorher planen und dann die Sünde ausüben. Es sind Leute, die die Sünde eskalieren lassen, Leute, die in fortwährender Sünde sind und nicht aufhören, Ungerechtigkeit zu praktizieren. Verehrte Zuhörer, wir sollten uns nun einmal selber fragen, zu welcher Gruppe wir selbst gehören. Denn wir können jetzt Korrekturen machen und diese Zeit total nutzen, uns vorzubereiten, damit der Herr uns an dem Tag des Herrn, vorbereitet anfindet und wir in das Königreich des Herrn eintreten können. Ein jeder sollte sich jetzt fragen, ob wir wirklich Gehorsamkeit ausgeübt haben zu den Geboten Gottes. Gesegnete Zuhörer, nutzt den heutigen Tag und fragt euch, ob diese Gehorsamkeit, welche ihr zu seinen Geboten ausübt, euer Leben verändert hat. In anderen Worten, hat sich
dein Lebensstil, verehrter Zuhörer, verehrte Zuhörerin, an seine Gebote angepasst? Oder kann es sein, dass euer Leben immer noch nach euren eigenen, nach weltlichen Standards ausgerichtet ist? Wenn das Gebot des Herrn heißt, seid heilig, und wir uns nach diesem Gebot anpassen, dann leben wir ein heiliges Leben, welches die Dunkelheit meidet, welches jegliche Bosheit meidet, jegliche Lügen, jegliche Habgier, jeglicher Stolz, ein Leben, das die sexuelle Sünde meidet, ein Leben, das den Willen Gottes sucht. Der Mann Gottes sagte in der heutigen Botschaft, dass die Bibel die Ungehorsamkeit zu dem Herrn als A. Ungerechtigkeit definiert, B. Überschreitung definiert und C. als Verstoß definiert. Deshalb können die Vollbringer der Ungerechtigkeit als Leute klassifiziert werden, die ungehorsam zum Herrn sind. Was sie tun, spiegelt Ungehorsamkeit wider. Deshalb kennt der Herr diese Leute nicht und er bestätigt nicht ihr Verhalten, denn es ist gegen Gott. Es ehrt den Herrn nicht. Es ist unbiblisch. Gesegnete Zuhörer, nutzt die Zeit jetzt, eine Selbstüberprüfung zu machen, euch selbst zu fragen, was sind die Sünden oder was ist die Sünde, die ihr noch ablegen müsst, die Sünde, die ihr noch zulässt in eurem Leben, die Sünde, über die ihr noch nicht Buße getan habt. Jetzt ist die Stunde, alles Dunkle zu entfernen. Nutzt die Zeit jetzt dafür, denn keiner weiß den Tag oder die Stunde, wenn der Messias kommt. Deshalb sollten wir zu jeder Zeit vorbereitet sein. Des Weiteren haben wir heute in der Botschaft gehört, dass Gott keine Freude an den Vollbringern der Ungerechtigkeit hat. Die Vollbringer der Ungerechtigkeit erfreuen ihn nicht. Daraufhin können wir uns also selbst einmal fragen, ob unser Verhalten, unser tägliches Denken, unsere täglichen Handlungen dem Herrn Freude bringen. Wenn wir morgens aufstehen und den Tag beginnen und dann durch den Tag schreiten, all was wir tun, sind dies die Dinge, die dem Herrn Freude bringen? Schenken wir mit allen unseren Handlungen und Gedanken dem Herrn Freude? Oder sind wir nur in Streiterei, Zorn und Spalterei mit unseren Mitmenschen? Leben wir nach den Geboten des Herrn? Beten wir den Herrn in Heiligkeit und Gerechtigkeit an? Kämpfen wir für den Willen des Herrn in unserem Leben? Suchen wir den Willen des Herrn in unserem Leben durch Gebet, durch Gehorsamkeit zu den Worten Gottes? Wir haben gehört, dass Gott nicht mit den Vollbringern der Ungerechtigkeit leben kann. Und deshalb bedeutet das für diese Leute, dass sie nicht in das Königreich Gottes eintreten können. Denn wie wir in der Bibel lesen können, in Hebräer Kapitel 12, Vers 14, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Lebst du, verehrter Zuhörer, ein Leben, das sich auf das Königreich Gottes vorbereitet? Wenn du Sünde in deinem Leben erkennst, tust du dann Buße über diese Sünde oder kann es sein, dass du die Sünde weiterhin tolerierst in deinem Leben und es einfach dabei belässt und diese Sünde weiterhin in deinem Leben zulässt? Verehrte Zuhörer, obwohl die Vollbringer der Ungerechtigkeit im Haus Gottes dienten, taten sie die folgenden Dinge nicht. Nummer 1. Sie erhebten niemals die Person von Jesus. Nummer 2. Sie erhebten niemals das Blut von Jesus. Nummer 3. Sie erhebten niemals das Kreuz von Jesus. Nummer 4. Sie erhebten die Herrlichkeit von Jesus nicht. Nummer 5. Sie erhebten niemals die Heiligkeit von Jesus. Nummer 6. Sie erhebten niemals die Gerechtigkeit von Jesus. Wir haben gehört, dass der Herr die Vollbringer der Ungerechtigkeit nicht kennt. Liebe Zuhörer, wir erkennen also heute in dieser Botschaft, dass es ganz wichtig ist, ein heiliges Leben zu leben, in Gottes Gerechtigkeit, diese zu praktizieren, in allem, was wir tun und den Namen Jesus Christus in allen unseren Taten
zu erheben, das Blut von Jesus zu erheben, das Kreuz von Jesus zu erheben und ihn komplett in unserem Herzen hineinlassen und ihm Ehre bringen in allem, was wir tun. Verehrte Zuhörer, wir kommen nun zu unserer nächsten Lobpreisrunde. Komm hin zum Kreuz. Und danach haben wir die Möglichkeit, Jesus neu in unserem Herzen zu empfangen und Gebet und Buße vor ihm zu bringen. Gesegnete Zuhörer, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Jesus Christus zu empfangen, Buße und Gebet vor ihm zu bringen. Bitte wiederholt nach mir. Herr Jesus Christus, ich bin ein Sünder und heute tue ich Buße für alle Sünden, die ich jemals begangen habe. Bitte wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Heute kehre ich um von allen meinen Sünden. Und ich empfange dich in meinem Herzen. Als mein Herr und Erretter. Bitte schreibe meinen Namen in das Buch des ewigen Lebens. Und fülle mich mit deinem Heiligen Geist, der mir hilft, in Heiligkeit und in Gerechtigkeit zu leben. Heute kehre ich von jeder Boshaftigkeit, von jeder Ungerechtigkeit ab und entscheide mich dazu, in Heiligkeit, Gerechtigkeit und Reinheit zu leben. Bitte schreibe dein Wort ganz tief in mein Herz, und bitte, führe mich in dein ewiges Königreich.
im mächtigen Namen von Jesus Christus, bin ich heute wiedergeboren. Amen. Allmächtiger Vater, im mächtigen Namen von Jesus Christus, danke ich dir für jeden Zuhörer, der dich im Herzen empfangen hat und die mächtige Botschaft heute gehört hat. Möge ein jeder jetzt abkehren von der Ungerechtigkeit, von der Bosheit und stattdessen nach Heiligkeit und Gerechtigkeit in allen Handlungen und Denkensweisen streben. Vater, bitte helfe ihnen dabei und mögen sie nun auf dem schmalen Weg der Heiligung und Gerechtigkeit gehen. Bitte bereite ihre Herzen für das Kommen des Messias vor. Im Namen von Jesus bete ich. Amen. Verehrte Zuhörer, wir kommen nun zum Ende unserer heutigen Sendung. Und bevor wir uns voneinander verabschieden, möchte ich gerne aus 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 11 und 12 lesen. Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Wahrlich, verehrte Zuhörer, Jesus Christus ist der einzige Weg und das Leben. Bereut und bereitet den Weg für das Kommen des Messias. Möge der Herr euch reichlich segnen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Pastor Julia. Shalom. Niemand anders ist wie du, denn du bist groß.